gemerkt, du bist ja ein sehr musikalischer Mensch, du singst gerne. Welcher Song fällt dir zu deiner Amtszeit ein? Eigentlich sind das zwei Songs. Einmal der 72 Stunden Sozialaktion-Style und Unschick der Himmel. Ein Song, den damals mal die Gruppe Ruama für uns geschrieben hat, in der allerersten Kampagne Unschick der Himmel. Der hat jetzt nicht so die breiten Wirkung gehabt, aber für mich war der schon noch so ein Song, der immer wieder mir in Erinnerung gerufen wurde. Und was würdest du dem Song sagen, Niemals geht man so ganz? Niemals geht man so ganz, ja klar. Traditionell ein Verabschiedungssong bei der KLG-Dozentenversammlung in Essen. Da habe ich den ganz oft gehört und irgendwie geht man auch nicht so ganz. Man bleibt immer noch dabei und beobachtet es, aber man geht. Der Montag nach der Hauptversammlung, wie geht's dir da? Ich weiß noch ganz genau den Montag nach der Hauptversammlung, in der ich gewählt wurde. Da bin ich nämlich von meinem Zuhause in Duisburg-Lahr zum Bäcker gelaufen und habe echt gedacht, ich fliege so ein bisschen, ich hüpfe. Und ich denke, dass ich jetzt nicht am Montag nach der Hauptversammlung kriechen werde. Ich denke, ich werde immer noch hüpfen, weil es war so eine geniale Zeit, BDK-Bundesverband und BDK-Bundesebene, aber auch alle anderen Stationen im BDK, dass das einfach einen prägt und das auch noch am Montag prägen wird. Ich werde natürlich wehmütig sein, keine Frage. Aber das gehört dazu, wenn man so einen Job oder so ein Amt auch mit Leidenschaft macht. 9 Jahre, welche neuen Dinge, Sachen, Personen wirst du vermissen? Eigentlich sind 9 viel zu wenig, die ich da aufzählen könnte. Ich werde vermissen die Currywurst in der Deutschen Bundesbahn. Ich werde Reisende im Zug vermissen, die nicht wissen, wo man den Koffer hinstellt. Ich werde vermissen Menschen, die für den BDK und für die katholische Jugendverbandsarbeit brennen. Ich erinnere mich da ganz gerne an eine Diözesanversammlung, wo ich abends mit Leuten aus einer Region zusammengesessen. Die haben genau das erzählt, wo ich denke, dass katholische Jugendarbeit sein muss, nämlich vor Ort in den Parlamenten, in den Jugendhilfeausschüssen, in den Stadtkatholiken, Kreiskatholiken erhalten. Und das werde ich vermissen. Das sind Menschen, die einfach für uns da sind oder beziehungsweise die uns prägen und für die wir die Arbeit tun. BDKJ, Bundesvorsitzender, macht ja immer zu 100% Spaß, aber es gibt ja manche Dinge, die vielleicht so zu 75% manchmal nur Spaß machen. Was wirst du nicht vermissen? Nicht vermissen werde ich die Schmähungen, die man auch als jemand, der sich stark für katholische Kirche und katholische Jugendarbeit einsetzt, von Trolls erleben muss. Das werde ich nicht vermissen. Das ging echt manchmal nah. Ich habe Briefe bekommen, ich habe Denunziationen bekommen, ich habe Verleumdungen bekommen, wo ich denke, ist das noch christlich? Und die haben mit christlich unterzeichnet. Das werde ich überhaupt nicht vermissen und das wünsche ich auch keinem, das so zu erfahren und keiner. Ich werde manche Diskussionen im BDK nicht vermissen, die um sich selbst drehen. Klar ist Jugendarbeit selbst organisiert und selbst verwaltet, das ist auch eine große Stärke. Aber sie raubt halt auch viel Zeit für nach außen zu gehen. Da würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen, Leute, lasst uns gemeinsam, da nehme ich mich auch mit rein, lasst uns gemeinsam lieber auch mal nach außen gucken, was will die Welt denn außen? Was braucht die Welt außen? Wenn du jetzt so einen Moment mal rausgreifen sollst, was wirklich so Augen zu und dann an den 9 Jahren, und welcher schöne Moment, also eine konkrete Situation, wo du denkst, ja, das war cool. Ich denke an eine Sache, die ich vielleicht nicht erzählen kann und will und werde. Ich denke aber auch an einen Moment, den ich mit dir, Michael Kreuzfelder, erlebt habe, nämlich als wir im Auto saßen zur 72-Stunden-Aktion Auftaktveranstaltung, als der Anruf von Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, der gesagt hat, ja, wir haben hier ein Grußwort vom Heiligen Vater zur Sozialaktion 2013. Das ist schon so ein Moment, wo ich denke, yeah, Wahnsinn. Das wird man nicht vermissen. Aber daneben gibt es ganz viele Momente, die bestimmt auch noch später kommen werden, die genauso dazu gehören, nämlich Höhen und Tiefen. Was wünschst du dir denn für deine Zukunft? Für meine Zukunft? Dass ich die Momente nicht vergessen werde, dass ich viel Kraft aus der Tätigkeit im BDK hört, und das sind nicht nur die 9 Jahre BDK-Bundesvorstand, sondern auch die Jahre im BDK Duisburg und BDK-Dozentenverband Essen, dass ich da noch viel Energiekraft schöpfen werde, dass ich eine Kirche erlebe, die auf die Jugend hört, achtet und sie wahrnimmt, dass ich Zeit habe, für mich selbst zu finden, wo es demnächst hingeht. Und
Was wünschst du dem BDKJ, wenn du ihm was empfehlen könntest? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht und ich komme zu dem Schluss, katholisch-politisch aktiv ist das Motto, was weiter bleiben soll. Und das ist, glaube ich, echt, also wer sich das damals überlegt hat, ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich genau das Motto, katholisch-politisch aktiv zu sein. Das wünscht dem BDKJ, viele Menschen zu finden, die mit Leidenschaft sich im BDKJ in der katholischen Jugendverbandsarbeit engagieren und sagen, wir können was und wir wissen was und wir sagen auch mal unsere Meinung laut und deutlich. Und wo sehen wir dich in einem Jahr wieder? Hier auf der Hauptversammlung auf der Burg Rothenfels, weil da wird wahrscheinlich ein neuer BDKJ-Bundespräsident gewählt und der alte verabschiedet. Und beruflich? Das kann ich in der Tat nicht sagen und das habe ich ja gerade schon gesagt, ich wünsche mir, dass ich Zeit habe, genau zu gucken, wo es für mich hingeht. Weil diese Zeit, die ich als BDKJ-Bundesvorstand gemacht habe, ist so intensiv, sie ist so stark, dass ich in der Tat jetzt noch weiß, was auch dran sein wird. Und da muss ich für mich wirklich Ruhe nehmen, um genau zu schauen, wo sind Möglichkeiten meines Engagements, meines ehrenamtlichen, aber auch beruflichen Engagements. Und ich würde ganz gerne weiterhin so Schnittstellen zwischen katholischer Kirche und Politik auch mitgestalten. Ob nun ehrenamtlich oder hauptberuflich, das wird die Zeit zeigen. Dirk, du hast ja jetzt viel Zeit zu lesen. Hier sind so ein paar Bücher. Greif dir einfach mal eins raus. Oh. Was hast du denn da erwischt? Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Offizielle Gesamtausgabe. Natürlich habe ich die Beschlüsse der Würzburger Synode zur Jugendpastoral nicht auswendig gelernt, aber ich würde sagen, ich kenne sie. Aber es tut vielleicht jetzt auch nochmal gut, neben den Beschlüssen zur Jugendpastoral, die anderen nochmal mitzunehmen und auch nochmal zu lesen. Und die würde ich mir durchschauen und beobachte dann auch die Synode der Diözese Trier. Ganz spannend. Und hoffe, dass es irgendwann mal in Deutschland wieder eine Zeit geben wird, wo wir in einer synodalen Struktur gemeinschaftlich Bischöfe, Laien uns auch dieser Fragestellung widmen können, wie wir Kirche in Deutschland und Glauben in Deutschland verstehen. Gut, hat jemand noch eine Frage von euch? Ja. Jetzt kannst du ja ehrlich sein. Ja. Was ist denn dein Lieblingsverband? Mein Lieblingsverband? Also, ich bin und bleibe, nein, ich bin und bleibe KJ Gehler. Das war noch nicht die Antwort. nein, natürlich ist das mein Lieblingsverband, weil ich da ganz viele Menschen kennenlernen durfte in meinem Heimatpfarrverband in Duisburg im Karmel, Mutter vom Guten Rat. Leider gibt es den Heimatpfarrverband nicht. Jetzt bin ich Mitglied in der KJG St. Ludger in Duisburg. Ich bin durch die Bezirkskonferenzen, durch die Saalversammlungen der KJG gegangen, habe da ganz viel mitbekommen. Aber, und das ist das Entscheidende, ich habe im BDKJ ganz viele andere Verbände entdeckt, die auf ihre Art und Weise, mit ihrer Theologie, mit ihrer Spiritualität, mit ihrer Pädagogik Menschen, Jugendliche prägen oder die Jugendlichen prägen diesen Verband. Und das ist so wertvoll, diese Vielfältigkeit über DPSG, über PSG, über KJB. Ich durfte für ganz viele Verbände die Kontaktperson sein und das war einfach genial. Und da ist echt natürlich die KJG mir am nächsten, aber alle anderen auch sehr gut. Tja, dann vielen Dank für die 9 Jahre und für das Gespräch. Bitte. Dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss.